Der Umgang der Studierenden mit Medien, mit digitalen Medien, hat sich komplett verändert. Für Studierende ist es selbstverständlich, Videos zu schauen, sich bei YouTube beispielsweise zu informieren, nicht mehr in die Bibliothek zu gehen und 10 Bücher mitzunehmen und hier und da nachzulesen, sondern der Umgang mit Medien ist eine Selbstverständlichkeit geworden. Auch das Lernen an jedem Zeitpunkt oder zu jedem Zeitpunkt, Unabhängigkeit vom Ort, ist auch ein ganz wichtiges Kriterium. Ja, und das bieten uns die digitalen Medien heute. Die Gesellschaft befindet sich in einer digitalen Transformation der, sag ich mal, der Lebenswelt, der Prozesse. Ja, und wir als Hochschule bilden die Gestalter dieser digitalen Transformation von morgen aus. Und darum müssen wir einfach da uns dieser zunehmenden Digitalisierung anpassen. Und das muss auch Einzug halten in die Lehre. Die klassische Vorlesung, wenn wir uns mal an unser eigenes Studium erinnern, ja, da stand vorne der einzige Wissensträger vorne an der Tafel, hat eine Präsentation gemacht, das Wissen an die Tafel geschrieben, ja, und hunderte von Studenten saßen im Hörsaal, haben sich das angehört, mussten genau zu diesem Zeitpunkt im Hörsaal sein, um mal diese kostbare Zeit zu nutzen. So, bei dem Inverted Classroom drehen wir das um. Das heißt, das Wissen, das ist heute verfügbar, das liegt im Netz. Ja. Viele, viele Inhalte liegen im Netz, in Form von Videos, in Form von Textmaterialien. Ja, und der Student kommt vorbereitet in die gemeinsame Zeit, in die gemeinsame kostbare Zeit mit den Lehrenden. Ja, aber es besteht dann sozusagen der Reiz und die Motivation darin, sich natürlich dann im Vorfeld mit diesen Materialien auseinanderzusetzen. Also die Studierenden dazu zu bringen, auch diese Selbstständigkeit und Eigenständigkeit der Vorbereitung dann auch wirklich zu nutzen. Und die gemeinsame Zeit, die Präsenzphase, also wo Studierende und Lehrende zusammentreffen, wird halt genutzt für Diskussionen, Bearbeiten von Fallbeispielen, von Übungsaufgaben. Das ist eine neue Herausforderung, aber das ist auch das, was heute vom Arbeitsmarkt gefordert ist. Man möchte nicht nur die Studierenden haben, die auf Zuruf machen, sondern wir möchten kreative, mitdenkende Mitarbeiter haben, die auch eigenständig arbeiten. Na, wir reden heute immer von ganz vielen Kompetenzen, die wir von unseren Studierenden fordern. Ja, neben den rein fachlichen Kompetenzen eines Ingenieurs, eines Informatikers, eines Betriebswirtschaftlers oder Wirtschaftswissenschaftlers kommen so überfachliche Kompetenzen, Selbstkompetenz, Reflexionskompetenz, Kooperationskompetenz dazu. Und das wird durch sowas wie Inverted Classroom wunderbar gefördert.